Da sind wir wieder, liebe Zuschauer. Mein nächster Gesprächspartner ist Romano Mölter, des italienischen Herstellers ACME. Er verrät uns bis zum Interview nicht, was er vorstellen möchte. Aber eins weiß ich ganz bestimmt. Es ist immer ein ganz besonderes Highlight dabei. Und das wird er uns gleich vorstellen. Ja, dieses Jahr sind sogar viele, aber ein ganz, ganz besonderes ist für mich sicher die AE68 der BLS, eine Lok, die in Italien gebaut wurde, in nur 4 Exemplaren, aber damals die stärkste E-Lok der Welt war. Ein Modell, an das sich bis jetzt noch keiner gewagt hat, großserienmäßig, und das haben wir eben. Aber nebenbei haben wir natürlich noch viele andere Highlights. Den italienischen Höchstgeschwindigkeitszug, den von Ansaldo Breda ETR 1000 ETR 1000. Dann haben wir eine ganze Serie von Reichsbahnwagen für den deutschen Markt, und zwar von Liegewagen der Reichsbahn bis zum heutigen Touristikexpress, der gerade von Lörrach nach Hamburg mit den Autotransportwagen fährt. War ein Zufall, aber ist gut so. Aber man muss auch von Zufall leben können, denke ich. Ja, sicher. Glück muss man haben. Ja. Dann sind wir endlich auch mit unserer Trax fertig, mit der Trax 3, mit der neuen in verschiedenen Versionen. Die waren ja gerade bei den deutschen Reichsbahnwagen, bevor wir zum Nachtzug gekommen sind, aber da hast du uns ein paar unterschlagen, nämlich die Halberstädter. Ja, es sind sogar mehrere, also es sind die Liegewagen, die Halberstädter, und es sind die Bautzener A- und B-Wagen in ganz vielen Varianten, eben auch die Zusatzwagen für unsere Komfortwagen des letzten Jahres, die gefehlt haben, um den Zug zu verlängern. Dann gibt es die Wagen natürlich auch unter DB AG und bis eben zum BTEX. Und was ich ja auch noch sagen wollte, wir haben endlich den Italiener bei der Reichsbahn ausgeliefert, der seit 3 Jahren im Katalog war. Und die Leute haben ja gefragt, wann kommt er endlich. Er ist seit heute in den Geschäften. Also zu den Fragen kommen wir dann speziell nochmal. Aber es freut mich, dass du sagst, also wir haben auch diesen Wagen endlich in der Auslieferung. Es gibt ja auch noch ganz besondere Wagen, und es ist auch ein ganz berühmter Zug eigentlich, der Saratov Express. Und das habe ich mir jetzt gerade von dir sagen lassen, voller Länge. Das ist ja was ganz Ungewöhnliches. Genau, also wir sind inzwischen bei 8 Wagen. Es ist noch ein Zusatz-S-Set erschienen. Und es ist eine kunterbunte Fuhre und somit für die Anlage wunderschön. Alles verschiedene Kurswagen. So, dann wollen wir mal in den Güterbereich Wagen abwandern. Da gibt es ebenfalls eine Neuerung. Die sehen wir auch hinter uns in der Vitrine. Genau, das ist der Doppeltragwagen für 40 Zoll Container, der also primär im Hafenverkehr vom Hafen zu den Abnehmern eingesetzt wird. Also ab Rotterdam, ab Hamburg ins Hinterland. Und der hat bis jetzt auch gefehlt. Du sagtest vorhin, dass ihr sozusagen auch Wagen neu aufgelegt habt. Die sehen wir hier unten, die ÖBB-Wagen. Aber es hat die wahrscheinlich nicht sagen dürfen jetzt, oder? Nee, doch. Es ist also, der Zug erschien im Handel letztes Jahr, ich glaube im August, und war ab Werk in weniger als 2 Wochen ausverkauft. Und das hat uns natürlich dann bewogen, die fehlenden und die vielen fehlenden Nachfragen doch noch zu glücklich zu machen. Und er ist hier hinter mir in der Vitrine. Und wenn jetzt nochmal Nachfragen kommen? Jetzt aber zugreifen. Also ein drittes Mal legen wir ihn sicher nicht auf. Ja, damit wären wir am Ende, lieber Romano. Vielen Dank für die ausführlichen und vor allem für die sehr schönen Neuheiten, die ACME dieses Jahr wieder aufgelegt hat. Wir wünschen dir für die restlichen Tage auf der Messe noch viel Erfolg. Und nächstes Jahr hoffen wir wieder auf ganz besondere Highlights. Gleich nebenan befindet sich der attraktive Messestand von Faller. Auf den Schauanlagen sind alle Neuheiten zu sehen. Als wir im vergangenen Jahr hier gestanden haben, liebe Modellbahnfreunde, feierte Faller sein 70. Jubiläum. Und das wurde auch ganz groß gefeiert, im Herbst dann am Standort des Unternehmens. Jetzt ist wieder Messe 2017, und ich sage immer, nach der Feier ist vor der Feier, und neben mir steht Hendrik Mielke, da wird man sicherlich auch sagen, dass das stimmt. Auf jeden Fall. Und ich denke, jetzt sind es nur noch gut 4 Jahre bis zum nächsten Jubiläum, zum Großen, und wir hoffen, dass wir Sie dann auch bei uns begrüßen dürfen. Das auf jeden Fall, dann werde ich wahrscheinlich nicht mehr von der Pannenhexe geplagt sein, sondern dann wird es wahrscheinlich auch klappen. Wie war denn so das Unternehmensfest an Ihrem Standort? Es war wunderschön. Wir haben einen unglaublich großen Zuspruch gehabt. Wir haben deutlich mehr Besucher gehabt als erwartet. Also die genauen Zahlen kennen wir tatsächlich nicht, aber die Busunternehmen haben von 8.000 bis 10.000 Leuten gesprochen, was für uns und für unseren kleinen Ort
enorm viel Personen sind tatsächlich. Also eine große Herausforderung war. Aber die Messe 2017 ist ja auch eine Herausforderung für euch. Und ihr habt euch da was ganz Besonderes einfallen lassen. Fangen wir mal an im Spur H0-Bereich, denn da gibt es ja eine Menge Neues. Richtig. Wir haben auf der einen Seite unser Highlight-Thema für dieses Jahr. Unsere große Raffinerie oder chemische Anlage, haben dort mit Mitarbeitern von der BASF ein System ausgetüftelt, was es dem Bastler ermöglicht, zum einen wirklich eine kleine Anlage darzustellen, die bahnnah aufgebaut werden kann, wie wir sie hier auch zeigen. Er kann aber modular das Ganze auch weiter aufbauen mit den Kolonnen, die dazugehören, mit den Hochtanks, die dazugehören, mit Lagertanks, die dazugehören, um eine richtige chemische Anlage darzustellen, wie sie ja bei uns am Ruhrgebiet zum Beispiel zu finden sind. Richtet sich auch immer nach dem Platz auf der Anlage, beziehungsweise wie groß man so eine chemische Fabrik auf der Anlage haben will. Dann gibt es aber ein Premium-Modell, was ja besonders hervorhebt, für dieses Jahr das Hallenbad mit Rutsche. Ja, ein Schwimmbad gab es schon mal von Faller, damals mit Echtwasser. Echtwasser ist ein Thema, wo eigentlich die meisten Modellbauer inzwischen verstanden haben, dass es kaum maßstäblich zu verkleinern ist und relativ schwierig ist auf der Anlage auch mit der Feuchtigkeit und den ganzen Themen umzugehen. Wir haben jetzt ein neues, schönes Hallenbad mit hochglanzpolierten Werkzeugen, entsprechend schönen Einblicken in den Innenbereich, neu erstellt, haben außen eine tolle Erlebnisrutsche dran gesetzt, haben digital bedruckten Boden, der uns das Wasser zeigt, der uns die Fliesenanlage zeigt. Also ich denke, ein würdiges Premium-Modell dieses Jahr. Das denke ich auch. Und auf dieser Schauanlage, die wir hier vor uns haben, sehen wir auch noch viel, viel mehr. Wie zum Beispiel den Knast oder sagt man Gefängnis oder Justizvollzugsanstalt. Es gibt also so viele tolle kleine Hingucker bis hin zu der Kirche mit diesem ganz besonders schönen Dach. Ja, die Kirche an sich haben wir unserem Kloster entlehnt. Das Dach dafür haben wir dem Wiener Dom entlehnt. Wir haben es digital bedruckt. Was bei uns, oder wo wir auch besonders stolz drauf sind, ist, dass wir die Farbgebung exakt auf die Ziegelstruktur abstimmen konnten und somit tatsächlich wirklich jeder einzelne Ziegel aussieht, wie im Original lackiert. Also kann ich Ihnen nur sagen, liebe Zuschauer, ist wirklich ganz toll anzuschauen. Sie sehen es auch jetzt im Bild, auch die anderen tollen Neuheiten, die da so neben dem Faller-Car-System mit herumfahren hier, über das wir sowieso noch mal zu sprechen kommen. Kommen wir mal zur nächsten Spur N. Denn die N-Bahner haben sich wohl immer so ein bisschen vernachlässigt gefühlt. Wirklich vernachlässigt gefühlt haben sie sich, glaube ich, durch uns nicht. Ich glaube, es gibt kaum einen Hersteller, der so viel im Gebäudebereich für N tut wie wir. Aber in den letzten Jahren war es tatsächlich so, dass die Rufe zum Teil nach Modellen, die wir in H0 gemacht haben, immer lauter wurden, dass wir sie auch in N machen sollen. Und am lautesten war das Ganze beim Bahnhof Horrem. Da wurden wir wirklich von einer Flut von Nachfragen überrannt oder überrascht. Und dementsprechend haben wir den Bahnhof dieses Jahr auch umgesetzt und sind dem nachgekommen. Aber es gibt auch Viadukte und viel Landschaft, habe ich mir sagen lassen. Es gibt, klar, Viadukte auf jeden Fall. Das Thema Schweiz haben wir dieses Jahr wieder für uns entdeckt, neu aufgelegt, in neuer Farbgebung auch wieder entsprechend Viadukte und Brücken bzw. Landwasserviadukt sogar mit den passenden Tunnelportalen aufgelegt. Und was man eben auch erwähnen muss, nach unserem enormen Erfolg, den wir im letzten Jahr mit dem Kloster Bebenhausen hatten, haben wir das Kloster Blaubeuren in dem Fall für die Spur N aus der Taufe gehoben und hoffen, dass die N-Bahner ähnlich enthusiastisch sind, wie die H0-Bahner es gewesen sind. Also ich denke mal, wenn das Modell so gut geworden ist, wie das Vorgängermodell in H0, braucht ihr euch wahrscheinlich keine Sorgen machen, denke ich mal. Die Kirmes-Achterbahn ist ebenfalls da, ist ja wirklich ein ganz großes Teil. Ja, das ist richtig. Es ist das größte Modell, was es im Kirmesbereich gibt. Es ist auch ein Modell, was komplett überarbeitet worden ist. Es ist eine neue Variante, die Alpina-Bahn mit all den Ausgestaltungselementen, die dazugehören. Es ist keine irgendwie farbveränderte Wiederauflage, sondern wir machen 4 neue Werkzeuge für das Modell entsprechend aufwendig. Es kriegt eine komplette Digitalbedruckung, wie wir es in der Vergangenheit mit anderen Kirmesmodellen gemacht haben, sodass es bei besserer Qualität leichter für den Bastler umsetzbar ist. Und ja, wir hoffen, dass es ankommt bei unseren Kirmesenthusiasten. Glaube ich auf jeden Fall. Dann gibt es ein weiteres Modell, was ebenfalls sehr hübsch ist und sehr schön ist, ein kleiner Bahnhof, der sogar in Italien liegt, der Bahnhof Stamperia. Das wird ein besonders schönes Stück, denke ich mal. Absolut richtig. Es ist ein Modell, was mir besonders am Herzen liegt, weil es zeigt, wo die Möglichkeiten moderner Produktionstechnologien liegen. In den vergangenen Jahren haben wir immer wieder gemerkt, und das ist auch das Feedback gewesen, was wir von außen bekommen haben, dass Lasercut-Modelle zwar Kleinserienproduktionen möglich machen zum Teil, aber nicht unbedingt immer ein optimales Ergebnis liefern. Wir haben sehr, sehr viele Erfahrungen im Supern von Gebäuden, auch schon von Seriengebäuden im
H0-Bereich in Kunststoff. Im Bereich Lasercut sieht man da bislang nicht allzu viel draußen. Was wir jetzt geschafft haben, ist die Technologie Lasercut-Digitaldruck zu verbinden. Wir haben wirklich künstlerisch gestaltetes Modell und es zeigt sehr eindrucksvoll, denke ich, was mit den heutigen Produktionsmethoden möglich ist. Und ihr habt nicht nur viel Erfahrung in Lasercut und im Häuslebauen, sage ich mal, sondern auch mittlerweile sehr viel Erfahrung im Falakar-System. Denn da gibt es ja auch was Neues. Wieder mal was Neues, richtig. Wie damals, wo wir uns das erste Mal gesehen haben. Genau so ist es. Da war ich schon ganz beeindruckt davon. Und jetzt gibt es ein sogenanntes Umbau-Kit. Was ist denn das? Genau, ein Do-it-yourself-Kit. Es steht unter dem Thema Build your own car, bau dein eigenes Auto. Wir sind jedes Jahr mit Hunderten von Nachfragen konfrontiert. Baut doch Epoche 3 Fahrzeuge, baut dieses Fahrzeug, ich möchte unbedingt jenes Fahrzeug haben. Und dieses Jahr haben wir es geschafft, eine sinnvolle Umsetzung zu finden, dass wir dem Bastler alles an die Hand geben können, selber ein perfektes Carsystem-Fahrzeug aufzubauen mit seinen eigenen Teilen, mit seinem eigenen Fahrzeug. Das heißt, es besteht aus Motorhalterung, Lenkachse, Readkontakt, alles, was er braucht, um es eben gut umzusetzen und schön fahrbar zu machen. Und jetzt kann er sein eigenes Auto realisieren, sein Wunschauto, auch wenn es für uns vielleicht nicht wirtschaftlich wäre, das industriell zu produzieren. Also wenn er jetzt einen, sag ich mal, einen x-beliebigen Pkw-Typ gerne haben möchte, muss er sich nur das passende, nicht elektronisch fahrbare Modell aussuchen und setzt das einfach drauf und dann geht das. Also es gibt zwei Varianten. Zunächst werden wir in diesem Jahr die Lkw-Varianten eben vorstellen. Radstände sind bereits alle realisierbar in dem Bereich. Es wird mit Sicherheit auch nochmal ein Set geben, was dann Pkw-Modelle eben ermöglicht. Es wird auch da dem Bastler auffallen, dass nicht jedes Modell möglich ist. Also technische Grenzen, an die auch wir gestoßen sind, wird der Bastler unter Umständen dort auch erfahren müssen. Aber er wird eben die verschiedenen Varianten auf jeden Fall einsetzen können. Wir haben auch eine einfachere Variante noch mit dabei als das komplette Do-it-yourself-Kit. Da kann ich aus der Herpa-Serie, das MAN F2000 oder das MBSK, im Prinzip jede Farbbedruckungsvariante wählen und einfach aufsetzen. Das Chassis ist bereits fertig montiert. Ich kann es auf die Fahrbahn setzen und es fährt. Also merke, momentan nur Lkw. Apropos Lkw, er dreht hier neben uns schon die Runde, der Holztransporter, und der fährt ohne Ladung. Hat er keinen Akku oder was? Genau, wir fahren dort jetzt ausschließlich mit Luft. Nein, also es ist tatsächlich so, dass natürlich uns selber es auch immer ein bisschen gestört hat, dass wir Akkus, alle Dinge, die eben Volumen brauchen, auf der Ladefläche unter potenzieller Ladung verstecken mussten. Bei dem Fahrzeug ist es uns jetzt gelungen, die gesamte Technik ins Führerhaus einzubauen. Insofern können wir es jetzt auch endlich uns erlauben, einen leeren Lkw fahren zu lassen. Aber das könnt nur ihr euch erlauben, die richtigen Speditionen glaube ich nicht. Da wird es dann teuer. Ja, auf meinem Spickzettel steht auch noch was von einer Bushaltestelle. Ich habe es angeschaut, ist ja toll. Also wir haben jetzt eben die Bushaltestelle ja schon eine ganze Weile, allerdings jetzt ein neues Set. Und das neue Set hat zwei große Vorteile. Zum einen, wir haben eine Steuerung, die anders als die Traffic Control, die vorher dabei war, eben explizit auf dieses eine Set zugeschnitten ist und dementsprechend natürlich deutlich kostengünstiger ist. Auf der anderen Seite bieten wir das Set mit allem an, das heißt auch inklusive der kompletten Fahrbahn. Es sind also die Laserstreet-Elemente für ein komplettes Oval mit dabei, mit der Bushaltestelle, mit allen Funktionselementen zum Einbau, eben bis hin zur Steuerung. Und so kann der Bastler, der einfach nur eine kleine Szene darstellen möchte, mit dem Set alles machen. Oder jemand, der einfach mal schauen möchte, ob ihm das System liegt, ob es ihm taugt, damit perfekt einmal alles ausprobieren. Da wir gerade bei Elektronik sind und ich merke schon, es wird immer elektronischer, auch bei Faller, gibt es noch dieses Relais-Modul. Was ist das? Das Relais-Modul ist für uns ein extrem wichtiger Artikel. Sehr unscheinbar auf den ersten Blick. Es ist ein Modul, was eben zwei bistabile, in zwei Schaltsituationen schaltbare Relais enthält. Es gibt uns aber unglaublich viele Möglichkeiten in Verbindung mit oder zwischen unseren eigenen Modulen und natürlich auch Fremdmodulen. So kann ich zum Beispiel von einer fremden Lichtsteuerung den Eingang nutzen, um einen Eingang an unserer Carsystem-Software auszulösen, der es dann ermöglicht, dass die Fahrzeuge passend zur Dämmerung auch bei uns das Licht einschalten. Oder ich kann zum Beispiel einen Servodecoder verheiraten mit einem Soundmodul, dass also Ton und Bewegung zusammenpassen. All diese Dinge sind mit dem Relais-Modul möglich. Das wird wahrscheinlich den einen oder anderen Elektroniker wahrscheinlich aufhorchen lassen, was da so alles geht und möglich ist. Und als letztes steht auf meinem Zettel, hoffentlich habe ich mir es richtig aufgeschrieben, Light Genie. Was ist das?
Das Light-Genie ist unser geniales Licht. Wir haben dort eine kleine Steuerungsplatine, die wir mit einer Fernbedienung im 2,4 GHz Bereich sowohl einstellen als auch ansteuern können. Es sind 12 Lichtausgänge, die ich mit bis zu 20 verschiedenen Lichteffekten in unterschiedlichen Geschwindigkeiten programmieren kann und dann einfach per Fernbedienung auslösen kann. So einfach kann Modellbau sein. Lieber Hendrik Mielke, vielen Dank für das kurze, knackige Gespräch. Hat mich sehr gefreut. Das Jubiläum ist noch vier Jahre hin. Viereinhalb. Wir zählen die Jahre. Wir freuen uns bis auf nächstes Jahr. Vielen Dank. Wir bleiben im Modellfahrzeugbereich und haben uns mit Daniel Stiegler von Herpa Miniaturmodelle verabredet. Mit viel Liebe zum Detail, liebe Modellbahnfreunde, steht Herpa schon seit vielen Jahren und zeichnet sich durch verschiedene Modellbaugrößen aus. Und mein Gesprächspartner neben mir, Daniel Stiegler, möchte ich fragen, ist es auch dieses Jahr so? Natürlich. Wir gucken immer jedes Jahr aufs Neue, wie wir eben unseren Slogan aus Liebe zum Detail mit neuem Leben erfüllen können. Und auch in diesem Jahr haben wir das hier am Stand mit sehr, sehr vielen Produkten und auch mit allen unseren Marken gemacht. Da ist mir aufgefallen, SSM-Modelle im Maßstab 1:43. Sieht sehr russisch aus. Ist richtig. Wir haben uns im Maßstab 1:43 sonst natürlich eher mit den westlichen Sachen beschäftigt. Wir haben im letzten Jahr zum Beispiel auch den Porsche im Maßstab 1:43 neu rausgebracht und gehen jetzt ein Stück weiter in den Osten. Freuen uns, dass wir mit SSM eine Marke aufnehmen konnten, die sich gerade um diese Ostfahrzeuge auch kümmert, die auch im Maßstab 1:87 bei Herpa sehr, sehr gut laufen. Und deswegen bringen wir da jetzt im Maßstab 1:43 auch ein paar Ostfahrzeuge mit raus. Es wird aber auch ergänzt werden durch mal ein Westfahrzeug. Der Magirus wird auch mit dabei sein in diesem Jahr. Wobei man aber sagen muss, beim Anschauen der Vitrine, sie sehen wunderbar, auch detailliert und auch von der Qualität hervorragend aus. Kann man nur so sagen. Ja, es sind also von der Qualität sehr hochwertige Modelle, aber auch vom Preis so, dass man sie sich durchaus noch gut leisten kann. Nun wird es ein kleines bisschen anders im Maßstab. Traktmodelle 1:50. Ein klein wenig anders. Die Kooperation mit Techno, die wir in den letzten Jahren hatten, die führen wir in gewisser Art und Weise weiter. Wir haben aber geguckt, dass wir eher im Maßstab 1:50 auch die in unser normales Produktportfolio mit einpacken. Wir haben Neuheitenprospekte alle 2 Monate und wir haben festgestellt, dass die Kunden da eine Regelmäßigkeit haben wollen und dass es auch nicht zu viel sein darf. Deswegen werden wir in loser Reihenfolge mit den Neuheitenprospekten auch Modelle ankündigen, wie jetzt zum Beispiel das Willi-Beetz-Fahrzeug, und die dann auch im Rahmen unserer Neuheiten ausliefern. Das heißt, es wird ein kleineres, überschaubareres Programm, das aber letzten Endes für den Sammler auch leistbar ist. Im Militärbereich sind Sie ja auch schon unterwegs gewesen, aber auch hier gibt es eine Neuheit. Auch da gibt es eine Neuheit. Wir haben, freuen uns, dass wir da den neuen Schützenpanzer Puma hier auf der Messe präsentieren dürfen. Es ist ein eigenes Herpa-Werkzeug. Also wir selber legen in diesem Military-Bereich einen großen Schwerpunkt mit rein zum Sammeln, aber auch ganz, ganz viel für die Dioramenbauer. Und wir arbeiten nicht nur um eben diese komplett neue Form, die es undekoriert und dekoriert geben wird, sondern wir werden auch den Bereich durch Gebäude im Maßstab 1:87 erweitern, die zum einen auf jeden Fall zum Militärbereich passen, aber weil eben die Bundeswehr fährt ja mittlerweile auch mit silbernen Fahrzeugen rum, die auch im zivilen Bereich einsetzbar sind. Also da wird es vielleicht auch für den ein oder anderen Modelleisenbahner auch interessant, so ein Nutzfahrzeuggebäude, so eine Werkstatt auch mit auf die Modellbahn zu stellen. Ja, die nächste Neuheit sage ich jetzt ganz einfach mal so, wir heben jetzt mal einfach ab, wir gehen uns in die Lüfte. 25 Jahre üben schon. Wir haben dieses Jahr ein Jubiläum, wir feiern 25 Jahre Wings. Wir haben damals mit einem Set angefangen und auch so 4 Modelle rausgebracht, die wir in diesem Jahr nochmal neu rausbringen werden. Mit der aktuellen entsprechenden Bemalung und auch in der Qualität, wie sie heute eigentlich gang und gäbe ist. Und da merkt man, es hat sich sehr, sehr viel verändert, wenn man in Neuheitenprospekt reinschaut und so die ersten Herpa Wings anguckt und die Herpa Wings von heute. Einfach deutlich mehr Drucke, sehr, sehr viel mehr Details, Unterschiede zwischen den entsprechenden Triebwerken. Also hat sich wahnsinnig viel getan und das werden wir als Serie rausbringen, werden aber auch gucken, dass wir es ein bisschen noch durch neue Formen und auch neue Sammelgebiete im Thema Wings noch bereichern. Dann gibt es die sogenannten Sammelhighlights. Ich habe so ein bisschen den Verdacht, oder sagen wir so, es gibt ja diese Themenwelten, was ja jetzt mehr oder weniger angeboten wird. Bei den Sammelhighlights kann man sowas Ähnliches sagen. Bei den Sammelhighlights kann man was Ähnliches machen. Jeder hat letzten Endes sein Thema. Und wir haben ein großes Thema, was bei Herpa immer sehr, sehr gut angenommen wird, ist das Thema Schwerlast in jeglicher Art und Weise. Wir werden den Schwerlastkran, den Lieper-Kran, werden wir entsprechend erweitern durch die WIP-Spitze.
wo man also noch ein bisschen höher hinauskommt, die man auch braucht, wenn man schwere Lasten besonders hoch heben will. Die gibt es und dadurch kann man den Lipa-Raupenkran entsprechend noch erhöhen. Auf der anderen Seite gibt es ein neues Gimmick, das ist der Flügeltransport. Sonst war es so, dass man relativ oft die Flügel von Windrädern einfach hinten auf dem LKW drauf hat. Manchmal wird es aber auch sehr, sehr eng und da muss man flexibel reagieren. Deswegen wird es immer wieder so praktiziert, dass es also einen Selbstfahrer gibt, wo diese Flügel drauf ist. Wir sehen ihn im Hintergrund und wo man den Flügel quasi heben und senken kann und auf die Seite drehen. Und damit kommt man mit dem Flügel auch durch enge Häuserschluchten oder eben zumindest, wenn man oben am Berg irgendwas baut und man muss die Serpentinen hochfahren, kommt man auch sehr viel besser hoch. Deswegen haben wir das auch hier im Diorama ein bisschen gezeigt. Also werden wir dann auch, die Zuschauer haben sie jetzt auch schon gesehen, eine tolle Sache. Ja, und zum Schluss begeben wir uns mal zur Landwirtschaft, auch da gibt es Neuheiten. Auch da gibt es Neuheiten. Wir haben Traktoren im Maßstab 1 zu 32, die wir auch sowohl als Spielzeug als aber auch für die Modelleisenbahn als günstiges Zubehör einsetzen können. Wir haben darüber hinaus aber in unserem Stammgebiet, was Modelleisenbahnen angeht, noch eine ganz interessante Neuerung. Man kann bei Herpa auch in Zukunft immer mal wieder ein bisschen wählen, wie viele Details ich eigentlich haben will. Da sind die Unterschiede sehr, sehr groß. Der Modellsammler möchte, dass wirklich jede kleine Niete am besten drauf ist auf dem LKW. Und der Modelleisenbahner, dem ist es manchmal gar nicht so wichtig. Der braucht einfach gutes Zubehör für seine Modelleisenbahn. Und dem tragen wir Rechnung, dass wir sagen, wir bieten ein Modell an. Das eine Modell ist bedruckt. Und das gleiche Modell gibt es aber noch in der unbedruckten Variante und manchmal bieten wir es dann sogar noch in einer Mini-Kit-Variante an, wo man es dann selber zusammenbauen, selber lackieren kann. Die Qualität der Produkte ist immer gleich, aber es unterscheidet sich eben durch den Grad der Bedruckung, durch den Grad der Veredelung und dadurch gibt es auch einen unterschiedlichen Preis und dadurch können wir teilweise gerade Mini-Kits oder unbedruckte Modelle auch einfach ein ganzes Stück günstiger anbieten. So, liebe Modellbahnfreunde, das waren unsere Neuheiten hier am Stand von Herpa. Daniel Stiegler, vielen, vielen Dank. Wir machen weiter mit der Neuheitenvorschau bei Fiesmann, der bei den Modellbahnern bekannt für innovatives und hochwertiges Modellbahnzubehör. Dem Motto Vorsprung durch Innovation ist Fiesmann seit über 20 Jahren treu. Lieber Matthias Fiesmann, gespannt schauen viele Modellbahner und auch wir auf die Neuheiten für dieses Jahr. Hallo Herr Buttig, herzlich willkommen in Nürnberg 2017 am Stand von Fiesmann, Vollmer und Kipri. In der Tat, wir haben dieses Jahr wirklich einiges im Gepäck, was wir Ihnen gern zeigen möchten. Und wir haben in den letzten Jahren ja schon einige Interviews zusammen gemacht und Sie haben uns auch verschiedene Fragen gestellt. Zum Beispiel, ob wir den Kran beim Robel in Bewegung bringen, ob eventuell eine neue Digitalzentrale am Start ist. Und ich muss sagen, in 2017 haben wir all die Sachen jetzt hier und schauen uns das gemeinsam an. Also hartnäckiges Nachfragen eines Moderators kann unter Umständen helfen. Des Moderators, aber auch viele unserer Kunden, die sich einfach einen Nachfolger für den Commander gewünscht haben. Wir haben ihn weiterentwickelt, wir haben ein paar Innovationen noch mit eingebaut, aber auch natürlich unser Gleisbaufahrzeug, der Robel, der an sich sehr gut eingeschlagen ist im Markt, den haben wir nochmal verfeinert, indem wir den Kran motorisiert haben. Der Commander 2, den Sie nennen. Was sind denn da für besondere Highlights an diesem Gerät? Ja, also der Commander 2 hat mehrere Highlights. Eines der Hauptmerkmale ist, dass das Display nicht mehr integriert ist, sondern der Commander 2 funktioniert jetzt mit jedem beliebigen Tablet oder auch Smartphone, das am Markt erhältlich ist. Sowohl für Windows, Android oder später auch für die Apple-Geräte. Und ist das, wie kann man das jetzt noch bringen? Ich habe gelesen zum Beispiel, man kann es auch auf einen großen Fernseher bringen, auf einen großen Bildschirm. Ja, genau, das ist eine weitere Innovation und ich denke auch was Neues, was sehr sinnvoll ist, auch für sehr viele Vereinsanlagen. Und zwar werden alle Geräte, von denen man die Anlage aus steuert, zentral synchronisiert, sodass Sie was am Tablet einstellen können, aber auch der Kollege am Smartphone an einem anderen Bereich des Gleises was einstellen kann. Und am Zentralcomputer werden diese Vorgänge synchronisiert. So können mehrere mit ein und derselben Zentrale spielen, wenn sie die Komponenten dazu haben. Dann gibt es noch diesen Smart Control dazu. Was ist das? Genau, unsere Smart Maus, das ist für die sogenannten Lokführer gedacht, denn Sie müssen wissen, im Digitalbereich gibt es zwei Arten von Spielern. Das eine sind die Stellwerker, die gerne die ganze Anlage von einem Punkt aus steuern möchten, aber auch den Lokführer, der sich nur auf eine Lok auf der Anlage konzentriert, der gerne mit dem Gerät laufen möchte, seine Lok verfolgen möchte. Und dem werden wir mit der Smart Maus gerecht, die er dann mitnehmen kann. Und durch die
Positionserkennung in der Kamera des Smartphones weiß die Software immer, an welchem Standort sind und rückt genau diesen Teil des Gleisbilds auf den Monitor, sodass man immer am richtigen Platz ist. Also ich sehe schon, Sie haben da ganz viel Innovation reingesteckt, so wie ich es also eben auch gerade gesagt habe. Nochmal zu dem Robel-Gleiskraftwagen. Was kann der Kran alles? Der Kran kann eine 360-Grad-Drehung auf einer Kulisse und das kann man separat steuern. Das heißt, man kann die Kranbewegung digital steuern und die Bewegung ist vorgegeben. Man kann sogar kleine Gewichte an den Kranhaken hängen. Hey, das ist aber natürlich schön. Ja. Also erhöht auf jeden Fall den Spielwert enorm. Und dann haben wir ja noch als letzte Neuheit bei Fiesmann zumindest das Digital-Form-Hauptsignal einflüglich. Ja, wir stellen diese Form-Hauptsignale schon seit mehr als 20 Jahren her und sie sind bis jetzt immer mit einem Magnetspulenantrieb bewegt worden, der die langsame Flügelbewegung garantiert hat. Das war auch eine sehr gute Sache. Allerdings haben wir die Zeichen der Zeit erkannt. Es gab oft Platzprobleme, gerade im Bereich Schattenbahnhof. Und hier ist unsere neue Generation der Formsignale maßgebend, denn sie kommt mit einem Antrieb aus, der Oberflur montiert wird und ganz wenig Platz wegnimmt. Mit Fiesmann, liebe Modellbahnfreunde, geht Teil 3 der Neuheitenvorschau hier aus Nürnberg zu Ende. Nicht traurig sein, einen Teil haben wir ja noch. Ich sage Tschüss, bis gleich zum vierten und letzten Teil.